Ja, hallo. Und ich zeige euch heute den UK Truck Simulator. Habe jetzt vor kurzem neuen LKW geholt. Ist auch ziemlich gut soweit. Ja. Ja, der ladet das jetzt. Und da sind wir schon wieder am Start, so gesehen. Ja, dann wollen wir mal starten. Da hört er es piepen. Ja. Jetzt müssen wir noch hier versuchen, hier irgendwie noch Aufträge an Land zu ziehen. Aber scheinbar findet man hier gar keine. Nein, gibt's nicht. Also müssen wir woanders hin. Das ist aber normal. Nicht überall gibt es gute Aufträge, sagen wir es mal so. Ja. Ja, jetzt müssen wir uns das mal überlegen, wo wir jetzt hin wollen. Weil es kann ja auch sein, dass wir das nicht so richtig finden. Also hier auf jeden Fall finden wir schon mal gar nichts. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier erstmal in eine andere Stadt kommen oder so. Sonst hat das alles keinen Sinn. Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Ja, also wir fahren jetzt erstmal zu der nächsten Station, wo wir halt unsere Lieferung abholen. Und das, also wie ihr seht, das ist der neue LKW, der MAN. Den habe ich auch jetzt vor kurzem geholt. Auch sehr gutes Ding. Sieht auch ordentlich. Deswegen sagt man ja, man sollte immer aufpassen, wenn man das macht, weil, naja, kann auch schnell in die Hose gehen, sowas. Ja. Also in dem Spiel, da könnt ihr euch, das simuliert halt, wie man halt als LKW-Fahrer so lebt. Auch ein sehr gutes Spiel. Ja, mir macht zumindest Spaß. Ich spiele das auch ziemlich lange. Jetzt schon mittlerweile. Ja, man muss sich aber auch immer schön an alles halten. Also halt alles, an alles, was da halt steht, so. Weil sonst könnte man Probleme bekommen. Ja. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass ich hier irgendwie wieder auf die Autobahn komme. Oh, der schwankt schon, das ist nicht gut. Obwohl, wir können auch mal, ich guck mal, was gerade, wenn man jetzt geradeaus durchfährt, wie man dann da hinkommt. Also was da für eine Stadt ist, weil, ja, müsste eigentlich auch noch was sein. Ja, hier sieht ihr schon die nächste Tankstelle. Wow. Hier schon die nächste Tankstelle halt. Ja, Gegenverkehr kommt jetzt auch schon so gerade. Ja, und in dem Spiel könnt ihr auch Verstöße machen. Also halt zu überhöhte Geschwindigkeit und zum Beispiel jetzt, wenn die Fracht beschädigt ist oder so, gibt es auch Punkteabzug. Ja, das ist meistens auch nicht besonders gut. Und das Dumme ist, dass diese Fahrer hier meistens immer so lahmarschig fahren. Das ist doof, kann man sagen.
Da habt ihr das auch schon gehört, der war schon wieder am Hupen gewesen. Ja, auch eine doofe Sache. Aber gut. Ja, kann meistens nicht viel dran ändern. Gut, dann fahren wir einfach mal weiter. Mal schauen, wo wir da gleich rauskommen. Ist auch eine ganz komische Strecke soweit. Ja. Und ihr müsstet halt auch aufpassen, dass der LKW nicht beschädigt wird, weil sonst kommt er gar nicht mehr aus der, na, aus dem Quark. Und das wäre allerdings nicht schön. Also ich bin mal gespannt, wo diese Straße jetzt hinführt. Die bin ich ja noch bis jetzt noch gar nicht gefahren. Ja, müssen wir schauen. Ja, so ist das halt mal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, was da auf mich jetzt wieder zukommt. Jetzt sehe ich jetzt schon die nächste Autobahnausfahrt oder so. Weiß man ja nicht. Jetzt aber hör dich. Dann fängt gleich an zu hupen hier. Und das wäre allerdings nicht besonders gut. Ja. Jetzt ist die Frage, wo kommt man da raus? Was ist das hier für eine Gegend? Ja, Moment. Ah, da genau, wunderbar. Ja, supi. Ich glaube, da gibt es auch noch irgendwo eine Fracht zu holen. Kann man auch noch machen, das ist auch gut. Weil sowas kann man meistens immer gut gebrauchen. Halt. Müssen wir mal gucken, wo es lang geht dahin. Ah, da ist ja schon so ein Schild, da muss man, kann man reinfahren. Sehr schön. Hier geht's rein. Ja. Das ist auch top. Also von daher. So. Jetzt fahren wir mal hier weiter. Bin mal gespannt, was ich hier alles finden. Weil die schicken ja auch manchmal Aufträge oder so auch. Ja. Ah ja. So, um einen Auftrag anzunehmen, dann müsstet ihr jetzt auf diesen Pfeil fahren, anhalten und dann steht da auch direkt Enter drücken. Dann drückt da halt Enter. Ja, und dann wird hier ausgesucht. Dann nehme ich das und dann kann man auch Fracht annehmen gehen. So. Und da aber jetzt da vorne dieses Teil ist, dann müssen wir mal gucken, dass wir das den LKW jetzt erstmal drehen. Ordnungsgemäß. So dass wir die Fracht auch kriegen können. Und jetzt drücken wir mal hier drauf. Auf 3. Damit man auch sieht, wo man herfahren muss. Ist meistens nicht so einfach. Aber man wird das schon hinkriegen. So, jetzt steht da T drücken, das ist für Aufladen. Dann macht das so. Und dann könnt ihr das wieder so machen. Also, dass das halt wieder so ist. Ja, wie schon gesagt.
Ich speichere lieber hier vorher noch ab, weil es kann ja mal passieren, dass das Spiel mal abstürzt. So. Gut. Spiel wurde gespeichert. Und jetzt gucken wir mal, wo das jetzt lang geht. Moment. Ja, jetzt haben wir schon eine neue Mail gekriegt. Und dann steht da halt, was man alles noch holen kann und so, was es noch für Aufträge geben könnte. Okay, also hiermit verabschiede ich mich jetzt fürs erste und den zweiten Teil, der kommt dann hinterher.